Heute auf dem Testtisch die Zuriga E2S, eine spannende Espressomaschine, die in der Schweiz hergestellt wird. Und wie es sich gehört, haben wir diesen Test auf Schweizerdeutsch gemacht in unserem Hauptkanal. Hier fasse ich jetzt für euch das Wichtigste zur Zuriga E2S zusammen. Wie oft haben wir es gehört? Es ist doch eine Schweizer Maschine. Ihr habt noch gar kein Video gemacht zu der Zuriga E2S beziehungsweise überhaupt zu irgendeiner dieser ganzen Zurigas, die da auf dem Markt sind. Also so viele sind es nicht. Es gibt jetzt hier neu dieses Modell auch mit Milchlanze. Es gibt ein älteres Modell ohne Milchlanze. Es gibt ein Modell, welches einstmals damals vor einigen Jahren im Crowdfunding auf den Markt kam. Wir haben übrigens damals mitgeboten, unterstützt, hatten also auch damals schon eine Zuriga und es ist jetzt schon noch spannend zu sehen, was da in den letzten Jahren gegangen ist und was jetzt diese Maschine hier an Qualität, an Performance, aber doch auch an Treuheit zu dem Ausgangskonzept mitbringt. Und so haben wir uns gefreut, wieder mal eine Zuriga anzuschauen und haben sie ausführlich getestet. Und ihr könnt das nachvollziehen in unserem Testbericht, den ich euch unten verlinke, oder auch in unserem langen Video in unserem Hauptkanal. Also wenn ihr noch mehr Infos zur Zuriga Espressomaschine wollt, dann schaut unbedingt da vorbei oder auch im YouTube-Kanal von Zuriga, denn die machen einige Videos und sind ziemlich transparent mit den Informationen rund um die Maschine. Und da ist schon einiges dabei, was uns gut gefällt. Eben nicht nur, dass die lokal hergestellt wird und viele Schweizer Unternehmen daran mitarbeiten, sondern auch, wie man dort kommuniziert. Diese Test-Zuriga wurde uns zur Verfügung gestellt, genauso wie übrigens die Mühle. Leihweise geht wieder zurück, solltet ihr trotzdem wissen, weil in den meisten Fällen oder eigentlich immer kaufen wir alle Testmaschinen. Hier haben wir jetzt gesagt, das machen wir so, haben die leihweise, geben die wieder zurück. Aber trotzdem werden wir diesen Testbericht wie immer absolut neutral machen und euch sagen, was uns gefällt, was uns aber auch nicht gefällt, weil das ist ja total wichtig. Und ordnen ein bisschen die Espressomaschine auf dem Markt ein. Also diese Maschine im Preis, in der Leistung, im Verhältnis zu anderen Preisklassen. Ich kann jetzt schon sagen, es ist ein eigener Maschinentyp mit Boiler, mit einem unabhängigen Heizaggregat, welches den Milchdampf zur Verfügung stellt und die ein bisschen an einen Einkreiser erinnert, zumindest in der Wartezeit zwischen Espresso-Extraktion und Zubereitung, aber doch eine ganz andere Dampfperformance bringt. Also ziemlich interessant. Für eine ordentliche Menge Geld, 1780 Franken kostet diese Maschine in der Schweiz und auch bei der Variante ohne Dampflanze seid ihr bei knapp 1500 Franken. Also doch ein ordentlicher Preis für eine relativ kleine, kompakte Maschine, aber vor allem auch für eine hochwertige Maschine, die hier mit diesem gebürsteten Edelstahlkorpus, der glaube ich in der Region hergestellt wird, dem Nussholz-Griff-Siebträger, übrigens hier auch eine Nussholz-Abdeckung und ja, mit einem ziemlich schlichten, aber auch durchdachtem und cleveren Design aufwartet. Was ist hier clever, was ist durchdacht? Einiges gefällt mir tatsächlich ziemlich gut, unter anderem die Einfachheit hier vorne mit den zwei Knöpfen, denn es gibt nur zwei Knöpfe, den Anknopf und den Bezugsknopf. Das sind die Knöpfe, die hier entscheidend sind. Und sonst hat diese Maschine nicht viel mehr an Umfang oder Funktionen. Jetzt fragt sich die eine oder andere oder der eine oder andere vielleicht, wie mache ich dann den Wasserdampf? Indem ihr die Milchlanze nach vorne schaltet, dann gehen hier die orangenen Lampen an und wenn beide konstant laufen, seid ihr im Milchschaummodus. Das ist es eigentlich. Das ist die Funktionalität, das ist der Umfang. Schauen wir noch ein bisschen genauer rein, was ist noch mit dabei? Mit dabei ist einmal ein 58er Siebträger. Gleiche Holzoptik, dann hier der Siebträger, in diesem Fall mit Zweier Auslauf, jetzt auch mit einem Zweier Sieb. Gleichzeitig könnte man das auch einfach tauschen gegen das Einer Sieb, auch das ist dabei. Ein Blindsieb ist mit dabei zum Reinigen der Espressomaschine und eine 0,35er Kanne, mit der man Milchschaum schäumen kann. Auch die tut und ist verhältnismäßig gerade. Oft sind tatsächlich krumme Kannen dabei, aber das sieht ganz gut aus. Ja, ich kann hier ansonsten noch vielleicht zum Umfang was sagen oder zur Funktionalität. Der Holzdeckel, der auch ganz schön ist, lässt sich entfernen. Dann hat es hier einen Wassertank aus Glas mit 0,7 Dezi, den man einfach herausziehen kann, beziehungsweise den man herauszieht, auffüllen kann und wieder reinstecken kann. Starkes Laborglas, also sehr stabil. Tatsächlich ist das einer der Kritikpunkte, finde ich. Der sitzt gut, der passt da wunderbar rein. Dann mache ich den Schlauch wieder rein.
ich finde ihn nicht so einfach greifbar. Also wenn er voll ist oder wenn man ihn voll reinsetzt, dann hat man keinen Griff, keinen Halt. Das ist nicht ganz so elegant. Und wenn der Schlauch dann ein bisschen zu hoch drin steckt, dann drückt er hier auch den Holzdeckel etwas nach oben. Aber das passt. Sonst ein Kritikpunkt an der Maschine, wenn wir hier noch beim Äußeren sind, ist sicherlich die kleine Tropfschale, die ärgerlicherweise auch schon wieder voll ist. Die ist wirklich klein. Man muss sie sehr vorsichtig entnehmen und dann so nach vorne bewegen, damit man hier nicht anhakt. Und doch sehe ich jetzt hier auch schon wieder eine Pfütze. Das ist etwas ärgerlich, wenn ihr viel Kaffee macht, wenn ihr öfters mal spült und wenn ihr vor allem auch den Siebträger aufwärmt mit heißem Wasser. Und das ist ein wichtiger Faktor. Doch bevor wir dazu kommen, leere ich kurz aus. Beinahe hätte ich es vergessen. Mit dabei ist natürlich ja auch dieser schwarze Lappen zum Ausreiben des Siebträgers, was meinen lieben Kollegen Michel Eschbacher zu Freudenstürmen hat hinreißen lassen. Der ist mit dabei. Und ansonsten haben wir eine kleine, eine kompakte Maschine. Sie bringt es auf 17 cm in der Breite, ist 31 cm hoch und 23 cm tief und wiegt doch immerhin 9 Kilogramm. Also 9 Kilogramm, das ist nicht wenig, das ist eine ordentliche Maschine. Und dennoch auch nicht allzu schwer, also lässt sich transportieren. Wichtiger ist aber vielleicht, verschiebt sie sich beim Ein- und Ausspannen. Und 9 Kilo würden sich normalerweise relativ einfach verschieben lassen. Die Zürcher hat recht gute Standfüße, weshalb sie auch beim Ein- und Ausspannen recht solide am Platz bleibt. Das gefällt mir eigentlich gut, habe ich bei vielen günstigeren Maschinen oder leichteren Maschinen auch schon erlebt, dass die sich dadurch die Gegend schieben lassen. Und da, das klappt eigentlich. Ihr seht das, ich muss hier nicht groß gegenhalten. Das geht ganz wunderbar. Nun ist natürlich eine der wichtigen Fragen, wie schmeckt der Espresso? Wie brüht die Zurriga E2S? Und ja, wie ist auch die konstante Temperatur? Wie ist so die gesamthafte Performance? Und wo wird da überhaupt drin das Wasser erwärmt? Das Herzstück der Zurriga E2S ist ein kleiner 70 Milliliter, wohlgemerkt 70 Milliliter Boiler. Das ist wirklich klein. Und die Frage ist natürlich, wie viel Temperaturkonstanz liefert uns eine Maschine mit so einem kleinen Boiler? Um das einzuordnen, wenn wir einen Espresso oder einen doppelten Espresso brühen, verwenden wir rund 85 Milliliter, 90 Milliliter und haben nachher 45 Milliliter in der Tasse. Und der Boiler selbst umfasst nur 70 Milliliter. Das ist sicherlich eine der Fragen, die uns brennend interessiert. Und das gucken wir uns gleich als nächstes an. Doch vielleicht ganz kurz, wie wird das Wasser in den Siebträger transportiert? Naja, es sitzt erstmal hier oben drauf, dieser kleine Boiler. Und zweitens haben wir eine Vibrationspumpe, die erstaunlich leise ist. Mit unter 70 Dezibel gehört damit die Zurriga auf jeden Fall zu den leiseren Espresso-Maschinen, die wir bisher getestet haben. Ebenfalls angeschaut haben wir uns die Zurriga Mühle. Das ist aber heute nicht das Thema, dazu gibt es ein zweites Testvideo und das ordnen wir auch noch ein in unseren großen Espresso-Mühlentest. Deshalb nur hier Mühle und jetzt geht's weiter mit dem gemahlenen Kaffee. Wenn eure Zurriga nun noch aus ist, nun, dann startet ihr sie mit dem oberen Knopf und wartet anschließend, bis der untere Knopf leuchtet. In meinem Fall war die Maschine jetzt schon an, das heißt, sie wird noch schneller, als sie sowieso schon heiß ist, heiß werden. Rund 2 Minuten braucht die Maschine laut Angaben des Herstellers, bis sie aufgeheizt ist. Und in der Tat konnten wir genauso feststellen, also rund 2 Minuten, knapp 2 Minuten, ist die Maschine zumindest so weit bereit, dass die beiden Lampen angehen. Tatsächlich ist der Siebträger dann noch nicht heiß. Ihr solltet also immer einen Bezug machen, den Siebträger vorheizen, dass der wirklich auch Temperatur annimmt. Denn sonst nimmt er die Temperatur erst an, wenn ihr später den Espresso bezieht. Und dadurch verliert ihr die Brühtemperatur, die ihr braucht für den Espresso-Bezug. Ist jetzt übrigens keine Überraschung, beziehungsweise auch für Zurriga keine Überraschung. Steht sogar im Handbuch von Zurriga. Deshalb hier nochmal der Hinweis, macht auf jeden Fall Sinn, den Siebträger aufzuheizen. Erst dann könnt ihr wirklich einen guten Espresso beziehen, weil ihr erst dann die Temperatur des Espresso-Bezugs halten könnt. Thank you.
22 Gramm Espresso out in 25 Sekunden Extraktionszeit. Das ist so unsere Zielgröße, die wir mit dem Apas Espresso anpeilen. Und das Ergebnis ist ein guter Espresso, der ein bisschen wässrig ist, aber eigentlich sehr schön die Noten zeigt, die ich beim Apas Espresso erwarten würde. Er ist jetzt hier an dieser Stelle vielleicht ein kleines bisschen auf der fruchtigeren Seite, also betont ein bisschen mehr die Säure des Kaffees. Das steht diesem Espresso jetzt hier aber noch ganz gut. Ich persönlich würde den Espresso nun mit etwas mehr Temperatur brühen, um ihn noch mehr in die Balance zu bringen und auch ein bisschen mehr die Süße des Kaffees zu betonen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das ein guter Espresso, der mir jetzt hier von der Zuriga gebrüht wurde. Vielleicht noch ein bisschen an der Temperatur spielen, das wäre jetzt genau das Thema. Temperatur ist in der Tat das Thema und ein bisschen auch die Herausforderung bei der Zuriga E2S. Wir haben insgesamt verschiedene Dinge festgestellt. Wir messen mit unserem SCASE 2 Tool jeweils die Temperatur des Wassers, wenn es den Kaffeesatz berührt, beziehungsweise dort, wo sonst der Kaffeesatz mit Wasser berührt wird. Und wir peilen eine Brühtemperatur von 93 Grad an. Übrigens auch Zuriga, denn Zuriga gibt genau das an, dass man die Maschinen auf 93 Grad voreinstellt. Nur misst Zuriga an anderer Stelle, nämlich am Boiler. Und wir stellen jetzt hier fest, dass auf dem Weg vom Boiler zum Espresso bzw. zum Kaffeepulver nochmal Temperaturverlust stattfindet. Wir erreichen den Kaffeesatz nicht bei 93 Grad, sondern in den meisten Fällen bei rund 92 Grad oder knapp darunter. Das ist immer noch in Ordnung. Es ist jetzt nicht die wünschenswerteste Temperatur, aber auf jeden Fall noch im Zielbereich. Es kommt ein bisschen darauf an, was für Kaffees ihr damit brühen wollt. Hellere Kaffees brauchen tendenziell höhere Brühtemperaturen. Und da würden wir schon sagen, 93 Grad, 94 Grad in manchen Fällen machen absolut Sinn. Bei dunkleren Kaffees machen wiederum niedrigere Temperaturen Sinn. Wenn ihr also eher auf dunklere Kaffees steht, dann ist das auf jeden Fall eine super Starttemperatur. Vor allem, wenn man berücksichtigt, was dann während der Brühung passiert. Denn dann ist die Zuriga nicht wirklich konstant, sondern verliert Brühtemperatur. Sie fällt um bis zu 2 Grad, in manchen Fällen auch knapp drüber. Und zwar vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Wir starten also mit den besprochenen 92 Grad und landen dann bei unseren Kurven bei um die 90 Grad, in manchen Fällen sogar unter 90 Grad. Und damit sind wir dann im Durchschnitt der Brühung eben doch bei einer relativ tiefen Temperatur. Aus unserer Sicht eher zu tief für viele Kaffees. Das gilt es zu berücksichtigen und es gilt auch zu berücksichtigen, dass ihr selbst bei der Zuriga E2S keine Möglichkeit habt, die Temperatur zu verändern. Denn die ist einmal gesetzt, werksseitig sozusagen. Und das bedeutet für euch, ihr habt an der Stelle auch nicht die Möglichkeit, viel herumzuprobieren. Deshalb erscheint mir die Zuriga E2S eine Espressomaschine zu sein, die euch weniger Möglichkeiten gibt bei der Suche nach diversen Kaffees bzw. weniger einlädt, mit verschiedenen Kaffees herumzuspielen und verschiedene Temperaturen auszuprobieren. Ich denke eher, ihr werdet auf die Suche gehen und euren fixen Kaffee finden, der zu genau dieser Maschine und zu euch passt. Und dann ist die Maschine, dann ist die Zuriga sicherlich eine interessante Wahl. Wir haben den Bezug pro Bezug angeschaut, also angeschaut, was passiert im Bezug. Und wir haben geschaut, was passiert, wenn man 5 Bezüge hintereinander macht. Auch noch ein wichtiges Kriterium, vor allem dann, wenn ihr zum Beispiel Besuch habt oder eben gerne viel Espresso trinkt oder die Maschine auch mal mit zu einem Fest nehmen wollt. Und da hat die Zuriga ganz gut performt. Diese immer wieder gleichen Kurven haben wir jedes Mal festgestellt. Das heißt, 92 Grad und wir fallen. 92 Grad und wir fallen. Aber wichtig, ihr müsst der Maschine zwischen dem Bezug und dem Brühen wirklich eine Minute Zeit geben. Nur dann erholt sich dieser kleine Boiler wieder und nur dann ist die nächste Brühung auch genau dort, wo ihr sie haben wollt. Brüht ihr schneller, brüht ihr mit einer höheren Frequenz, dann geht die Zuriga sukzessive in die Knie. Ja, siehst du? Jetzt war ich zu schnell. Das war weniger als eine Minute.
Ist aber ganz normal. Eine Minute Zeit braucht man immer ohne weiteres, um zu mahlen, abzuwiegen, einzuspannen und zu tempen, beziehungsweise zu tempen und einzuspannen. Also das ist völlig in Ordnung. Und eine Minute Zwischenzeit ist so auch das, was wir als Benchmark bei allen Zweikreisern gemessen haben. Und da kann sich die Konstanz der Zuriga auf jeden Fall auch im Verhältnis zu den Zweikreisern sehen lassen. Kommen wir zu einem der echten Highlights der Maschine. Und das ist nicht nur die schnelle Aufheizzeit, sondern unter anderem auch damit verbunden der niedrige Stromverbrauch. Aber zunächst zur Aufheizzeit. Ich habe es schon gesagt, 2 Minuten und dann ist die Maschine bereit. Noch einmal spülen und es geht los. Das ist richtig schnell. Und ich persönlich merke, für mich müssen Espresso-Maschinen genau so sein. Ich will nicht eine halbe Stunde vorher meinen Espresso planen. Und das hört sich jetzt tatsächlich viel an, ist aber bei Zweikreiser-Espresso-Maschinen in der Regel der Fall und bei Dual-Boilern sowieso. Bei dieser Maschine geht es viel schneller, das heißt, ihr entscheidet euch für den Espresso und könnt ihn gleich auch beziehen. Und entsprechend gering ist der Stromverbrauch, weil die Maschine super schnell parat ist. Was haben wir gemessen? Wir starten die Maschine und warten, bis sie auf Temperatur ist. Anschließend beziehen wir 5 Espressi mit diesem Abstand von jeweils 1 Minute. Bei der Zuriga haben wir da einen Verbrauch von 0,07 Kilowattstunden. Vergleichen wir das mit anderen Espresso-Maschinen, zum Beispiel mit Zweikreisern, dann ist das weniger als 1/3, zum Teil sogar weniger als 1/4. Vergleichbar sind am ehesten Thermoblocks. Da haben wir Maschinen gemessen mit 0,08, 0,09 und natürlich auch die Dickfilmheizer. Die sind alle so in dieser Range, aber die Zuriga ist nochmal leicht drunter, wobei das jetzt dann auch nicht mehr so ein großer Unterschied ist. Toll ist einfach, wie schnell sie bereit ist, wie wenig Strom sie verbraucht. Und ich würde sagen, Zuriga macht davor einen Fingerzeig und eine Richtung, in die wir uns noch viel mehr Espresso-Maschinen wollen, um in Zukunft auch unser Hobby Espresso machen mit wenig Stromverbrauch oder mit möglichst wenig Stromverbrauch eben durchführen zu können. Es bleibt die Frage, kann dieses Maschinchen auch Milch schaum? Ich habe jetzt hier schon das Richtige gemacht. Ich habe den Espresso bezogen. Der steht jetzt schon eine Weile. Ich würde also wohl noch einen neuen Espresso brühen. Aber die Reihenfolge ist eigentlich wichtig. Ja, wir können mit der Maschine Milchschaum machen. Als erstes braucht es aber den Espresso. Denn die Zuriga kann nicht Espresso brühen und gleichzeitig Milchschaum, sondern der erste Bezug oder Prozess ist abgeschlossen. Dann machen wir sie bereit, indem wir die Milchlanze nach vorne schieben. Jetzt ganz wichtig, am Anfang das Kondenswasser lösen. Und da ist auch noch richtig viel gespeichert. Sobald die Maschine hier unten auch orange leuchtet, ist sie parat. Und wir drücken einmal drauf und lösen das Kondenswasser. Und jetzt sind wir bereit zum Milchschäumen. Unser Barista-Trainer und Leiter der Kaffeeakademie, Michel Eschbacher, war wirklich angetan vom Milchschaum. Er hat damit eine 0,6er Kanne zum Zirkulieren gebracht und ordentlichen Milchschaum hinbekommen, um damit schöne Latte-Art-Muster zu gießen. Und dann zeigt die Zuriga hier nochmal eine Stärke, insbesondere zu Einkreisermaschinen. Zweikreiser haben immer den Vorteil, dort könnt ihr Espresso brühen und gleichzeitig Milchschäumen. Dual-Boiler sowieso. Einkreiser sind Espresso-Maschinen mit nur einem Boiler. Der Boiler ist erst auf Brühtemperatur, wird dann erhitzt, um auf Schäumtemperatur zu kommen, die deutlich höher ist, und muss nachher wieder runtergebracht werden auf die Brühtemperatur, wenn ihr danach also wieder einen Espresso brühen wollt. Und das Schöne hier jetzt an dieser Stelle durch das Prinzip der Zuriga ist, das geht viel schneller als bei einem Einkreiser. Ihr habt zwar die Wartezeit von der Espresso-Extraktion bis zum Aufheizen, aber ihr habt keine Wartezeit vom Zurückschalten bis zum nächsten Espresso-Bezug, weil ja der Dampf über diese extra Kartusche produziert wird und nicht über den Boiler. Der Boiler ist immer noch und ist in Brühtemperatur. Wir sind also brühbereit. Wir können jetzt gerade weitermachen. Wirklich praktisch. Das ist schön und macht den Ablauf von Bezug zu Bezug deutlich einfacher und damit die Maschine auch nochmal einfacher und besser geeignet für tatsächlich kleinere Gruppen, die Familie oder WG. Kommen wir zum Fazit mit der Zuriga E2S, mit der Variante hier mit dieser Dampflanze. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht so gut? Für wen ist diese Maschine geeignet? Die Zuriga
ist eine schöne Espressomaschine. Sie ist praktisch, sie ist handlich, sie ist wirklich gut verarbeitet. Man findet keine scharfen Kanten. Sie ist elegant, sie ist reduziert auf das Wesentliche. Sie hat einen super Lieferumfang mit allem Notwendigen dabei. Der Temper passt bündig in den Siebträger. Die Siebe sind völlig in Ordnung. Ihr habt Zubehör zum Reinigen dabei und sogar eine kleine Milchkanne. Und natürlich einen Lappen zum Ausreiben. All das ist wirklich gut. Auch die Holzoptik gefällt mir. Und dann tut sie das Nötigste, das, was ihr braucht. Sie hat einen Anknopf, sie hat einen Knopf zum Bezug und sie hat gleichzeitig auch den Stoppknopf mit dem Bezugsknopf. Sie hat keine Programmierungsfähigkeit, sie hat keine Volumetrik. Das bedeutet, ihr könnt nicht eine bestimmte Menge Wasser produzieren, sondern ihr müsst immer die Wassermenge oder Espressomenge abwiegen, was ich euch dringend ans Herz lege, denn nur so könnt ihr wirklich guten Espresso brühen. Also in meinem Fall habe ich das gemacht mit einer kleinen Waage und habe hier 2x22 Gramm extrahiert als Espresso, eben zwei Espressi, in 25 Sekunden mit 18 Gramm in. Das war mein Brührezept. Nur so konnte ich auch den Espresso in seiner Qualität sicherstellen. Ebenfalls super schön und auch ein Update natürlich zur vorigen, zu Rieger. Die Geschichte mit der Milchlanze, clever gemacht. Milchschaum ist gut. Druck ist auch da. Geht relativ zügig hochzuheizen und auch wieder runterzuheizen. Klasse, auch schön. Weitere Pro-Argumente für die Zuriga E2S sind der Stromverbrauch. Sie verbraucht sehr wenig Strom und ist gleichzeitig sehr, sehr schnell betriebsbereit. Vergesst nicht, den Siebträger aufzuwärmen, bevor ihr den ersten Espresso macht. Außerdem ist die Maschine leise. Sie ist wirklich sehr leise. Mit unter 70 Dezibel gehört sie zu den leiseren Espressomaschinen oder zu den leisesten Espressomaschinen, muss ich eigentlich sagen, die wir bisher getestet haben. Nicht so gut ist die Temperaturkonstanz im Bezug. Da verliert die Zuriga E2S zu viel Strom und gleichzeitig ist die Brühtemperatur aus meiner Sicht etwas zu gering. Sie müsste etwas hochfahren in der Starttemperatur, damit wir eine breitere Range von Getränken brühen können. So ist sie eher geeignet für dunklere Espressi, aber weniger für Spezialitätencafés, die vielleicht ein bisschen heller geröstet sind. Von Bezug zu Bezug leistet sie dagegen gute Arbeit und hat immer wieder das gleiche Profil. Also sie hat zwar einen Temperaturabfall, aber immer wieder den gleichen und insofern ist sie an der Stelle auch konstant. Zu wünschen übrig lässt die Größe der Tropfschale und auch das Blech der Tropfschale könnte sauberer sitzen, ohne zu wackeln. Das war das kurze, zusammenfassende Testvideo zur Zuriga E2S. Wie gesagt, es gibt noch eine ausführliche Variante und einen Testartikel, schaut es euch an, habe ich unten verlinkt. Die Zuriga, die ordnet sich so ein im Preisbereich der Zweikreiser. Von der Temperaturkonstanz kann sie mit den meisten Zweikreisern nicht mithalten. Aber sie hat dafür andere Pro-Argumente, die wir hier zusammengefasst haben. So viel von mir an dieser Stelle. Es geht weiter nächste Woche und ich sage danke und freue mich über ein Abo auch im Zweitkanal. Tschüss und bis bald.